Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen. Zwei, drei Worte über mich möchte ich noch sagen. Das machen wir vielleicht gleich am Anfang, dann habe ich es hinter mir. Also ich heiße Thomas Barth, aber das wisst ihr ja schon. Ich bin bei der Gemeinschaft für achtsames Leben. Das ist der Verein der Schüler von Thich Nhat Hanh hier in Südbayern. Und wir machen natürlich viele Veranstaltungen in unserer Tradition, eben in München und Umgebung. Und seit einem Jahr bin ich von Thich Nhat Hanh als Dharma-Lehrer anerkannt. Aber viele wissen, dass ich auch vorher schon gelehrt habe. Jetzt bin ich offiziell. Und das, was ich jetzt sage, ist eben die Art und Weise, wie wir, gebe ich euch einen kleinen Einblick darin, in die Art und Weise, wie wir von der Gemeinschaft für achtsames Leben praktizieren, eben nach dem Lehren unseres Lehrers Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh ist ein vietnamesischer Zen-Meister, der seit etwa 60 Jahren Mönch ist und seit fast 50 Jahren im Westen ist. Ein Kloster in Frankreich hat, eines in Deutschland und mehrere in den USA. Jetzt möchte ich ganz gerne euch die Achtsamkeitspraxis, so wie wir das machen, ein bisschen näher bringen. Zunächst einmal die Frage, was ist das überhaupt? Wenn ich gehe und mir jedes Schrittes bewusst bin, dann nennt man das achtsames Gehen. Achtsamkeit bezieht sich immer auf etwas. Man kann achtsam gehen, achtsam essen, achtsam zuhören, achtsam sprechen und so weiter. Wenn ich also achtsam gehe, dann ist mein Geist ganz beim Gehen. Er ist fest im Hier und Jetzt verankert und interessiert sich für die vielen Sinneseindrücke, die es gerade gibt. Ich spüre den Fuß, wie er zunächst mit einer Stelle den Boden berührt, später voll aufliegt, dann den Boden nur noch an einer Stelle berührt und schließlich wieder ganz in der Luft ist. Auch die Muskeln und die Gelenke kann man spüren, den Rücken, den ganzen Körper. Wenn ich so gehe, dann kommen Körper und Geist zusammen. Der Geist gibt dem Körper die Impulse für die Bewegungen und der Körper meldet die Körperempfindungen, wie es ihm nämlich dabei geht, bei der Bewegung, die wir gerade machen. Und das ist die natürliche Art, wie die zwei, Körper und Geist, zusammenarbeiten. Und Körper und Geist sind grundsätzlich füreinander geschaffen und können auch nur als Paar leben. Der Körper ist die Grundlage des Geistes und der Geist steuert den Körper. Die Achtsamkeit muss nicht unbedingt auf den Körper gerichtet sein. Wir können sie auch auf die Vorgänge in unserem Geist richten und unsere Gefühle und Gedanken beobachten. Man kann achtsam gehen, sitzen, stehen, zuhören, man kann achtsam reden, man kann achtsam essen, man kann achtsam staubsaugen, achtsam abwaschen und so kann man eigentlich den ganzen Tag achtsam sein. Wichtig ist dabei immer, dass der Geist im Hier und Jetzt ist. Das ist der entscheidende Punkt. Der Geist ist eben bei dem, was gerade jetzt geschieht. Eben gehen, sitzen, stehen und so weiter. Und wenn wir jetzt etwas achtsam tun, wie zum Beispiel morgens zur S-Bahn gehen, dann verändert sich sehr viel. Oft sieht unser Tag so aus, dass wir morgens einen großen Berg von Aufgaben vor uns sehen, die wir schnell erledigen wollen, um danach noch etwas Freizeit zu haben. Und der allmorgendliche Weg zur S-Bahn ist dann ein kleiner Teil davon. Er dient einfach einem Zweck, nämlich in die Arbeit zu kommen, die ja eine der vielen Aufgaben ist, die zu erledigen sind, bevor die Freizeit beginnt. Mit Achtsamkeit schaut es ganz anders aus. Wenn wir jeden Schritt achtsam gehen, wenn wir mit dem Geist beim Körper sind und offen für die vielen Sinneseindrücke, die auf uns einströmen, dann wird eben aus der Erledigung ein Erlebnis. Denn wir erleben ja den Augenblick mit all unseren Sinnen.
Jeder Schritt ist ein Erlebnis, weil wir in diesem Augenblick wirklich lebendig sind, mitten im Leben stehen. Und das Leben ist immer verfügbar für uns, jeden Augenblick. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Wir müssen nur bereit sein für das Leben, um daran teilzuhaben. Etwas achtsam zu tun bedeutet, sich dem Leben zu öffnen, bereit zu sein für das Leben. Dann werden wir voll und ganz Teil dieses wunderbaren Lebensstroms. Und dann erst können wir den blauen Himmel, die blühenden Blumen, die zwitschernden Vögel, manchmal auch die Regentropfen, die lachenden Kinder wahrnehmen und genießen. Wenn wir in Gedanken sind, das ist ja die wesentliche Alternative, ne? Wenn wir hier von Achtsamkeit reden, könnte einer fragen, was ist das Gegenteil von Achtsamkeit? Ja, im Grunde ganz einfach, in Gedanken sein. Und wo sind wir dann? Nicht im Hier und Jetzt, sondern in Gedanken. Eine schöne deutsche Formulierung. Wir sind woanders. Und das woanders kann irgendwo sein, ja? Da sind wir ja sehr frei, ne? Wir können träumen vom Urlaub. Wir können an jemanden denken, dem schlecht geht, der im Krankenhaus ist. Wir können schon im Büro sein und uns schon streiten mit dem Kollegen. Und es gibt viele Möglichkeiten, ne? Also unser Geist kann überall sein, irgendwo sein. Aber nur wenn er hier ist, im Hier und Jetzt, dann können wir das Leben genießen. Das ist schon wichtig zu sehen, weil natürlich kann es schön sein, wenn unsere Gedanken sind. Ne? Manchmal stellen wir uns einfach was Tolles vor, ne? Aber das ist eine wirkliche Illusion. Ne? Das ist eine wirkliche Illusion. Ja? Ist nicht da. Wir alle wollen glücklich sein. Und wir dürfen glücklich sein. Wir sollen sogar glücklich sein. Nur, was uns daran hindert, sind unsere Ängste und Sorgen, unser Verlangen und unser Sehnen und unser Hass und unsere Ablehnung. Das sind Feuer, die in unserem Geist brennen und uns keine Ruhe lassen, uns ewig antreiben. Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir lernen, diese Feuer zu ersticken. Das heißt, ihnen die Nahrung entziehen, den Brennstoff. Und es ist unser Geist selber, der durch unkontrolliertes Denken, durch Grübeln diese Feuer ständig nährt. Und unsere Aufgabe ist es zu lernen, unseren Geist heilsamer einzusetzen, ihn zu kontrollieren und auf Dinge zu lenken, die heilsam sind. Also wenn wir jetzt etwas achtsam tun, wie zum Beispiel gehen oder atmen, dann sind Körper und Geist zusammen. Und der Geist ist offen für die Körperempfindungen. Das heißt, er ist offen für die Befindlichkeiten des Körpers. Und er ist bereit, darauf einzugehen. Und wenn der Geist die Rückmeldungen des Körpers ernst nimmt und berücksichtigt, dann steuert er die Bewegungen auch besser. Und wir merken das beim achtsamen Gehen zum Beispiel, wie, wenn wir eben längere Zeit gehen, wie die Schritte immer leichter werden, wie sie geschmeidiger werden, wie die Knie und die Hüften weniger belastet werden und eben einfach, wir merken, wie Körper und Geist, wenn sie zusammen sind, einfach gescheit funktionieren. Ja, und das wirkt sich, kann man direkt erleben. Diesen Effekt kann man auch sehr schön erleben in der Sitzmeditation. Was machen wir in der Sitzmeditation? Ja, meistens sind wir achtsam auf den Atem. Ja, achtsam ist man ja immer auf etwas. Ne? Und die Hauptübung ist, achtsam auf den Atem sein. Also wir sitzen einfach und spüren, wie der Atem kommt, wie er geht. Und wenn wir das eine Zeit lang machen, dann merken wir, wie der Atem tiefer wird, wie er länger wird, wie er ruhiger wird und leichter wird. Umgekehrt, wenn wir unachtsam sind, was passiert dann? Dann spult der Körper einfach nur Bewegungsmuster ab. Bewegungsmuster, die wir uns in der Vergangenheit angewöhnt haben. Die können zur Situation passen, müssen es aber nicht. Und sehr interessant ist in diesem Zusammenhang einmal zu beobachten, wie man sich Hände wäscht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Selber beobachten, wie man Hände wäscht. Ne? Oder Haare, oder Zähne putzt, oder sich abtrocknet. Ihr werdet merken, das sind einfach
Bewegungsmuster, die eingeübt einfach abgespult werden. Und nur wenn wir wirklich uns gerade mal wirklich interessieren, sind wir imstande, die auch abzuwandeln, um mal anders zu machen. Ja, wenn wir mal richtig dreckige Finger haben, dann schauen wir auch mal hin. Ja, aber im Normalfall ist das Abwaschen immer die gleichen Bewegungen. Die man, ja, vielleicht hat uns unsere Mutter auch mal so die Hände gewaschen. Ja, weiß nicht, wo es herkommt. Aber ganz egal, wo es herkommt. Es ist einfach ein Bewegungsmuster, das einfach abgespult wird. Im wahrsten Sinne hirnlos immer und immer wieder wiederholt wird. Das ist nicht wirklich schlimm. Aber, wir sind wieder beim Thema, wir erledigen einfach Dinge, statt sie zu erleben. Ja, wenn wir einfach nur, ich sage mal, hirnlos Hände waschen, ja, das heißt einfach mit unserem Geist irgendwo sind und die Hände einfach machen lassen, ja gut, dann haben wir die Hände gewaschen, aber haben nichts erlebt. In diesem Augenblick haben wir nicht gelebt. Wir haben es einfach nur abgespult, erledigt. Ja? Aber man kann es auch erleben. Und unserem Geist tut es gut, wenn er sich um den Körper kümmert. Es ist für den keine Last, sondern ein Vergnügen. Er wird langsam ruhiger und nach einiger Zeit kehrt Friede ein. Innerer Friede. Unser Geist entspannt sich und erholt sich. Sorgen und Ängste und Grübeleien finden ein Ende. Was für eine Befreiung. Vielleicht dann Gedanken zur Theorie dahinter. Die Theorie dahinter ist einfach die, im Grunde sagen die Inder, wir haben 6 Sinne. Also wir in Europa haben nur 5, aber der 6. ist nichts Mystisches. Der 6. ist unser Denken. Dass wir 5 haben, liegt daran, dass wir die Grenze von unserem Ich immer sehen, hier bei der Haut praktisch, ne? Und die 5 Sinne sind die 5 Portale, wo wir Informationen von außen durch die Haut praktisch kriegen. Die Inder denken aber mehr an ihren Geist und sagen, was sind die Informationsquellen, wo mein Geist neue Informationen herkriegt? Und dann kommen sie auf 6, nämlich die 5 Sinne, die wir auch haben. Und der 6. ist der Geist selber. Weil wir können ja beobachten, was in unserer Birne vorgeht. Können wir, ne? Tun wir auch manchmal. Und merken, was sich da tut. Das heißt, es gibt 6 Informationsquellen. Die 5 normalen Sinne und den Geist selber. Und auf allen 6 Kanälen kriegen wir praktisch laufend Informationen. Vor allem Auge, Ohr, Körperempfindungen und Geist. Zumindest die 4. Ne? Schmecken und riechen tun wir vielleicht nicht immer was. So, aber zumindest 4 Kanäle schicken dauernd Informationen auf uns ein. Unheimlich viel, so viel wir gar nicht bearbeiten können. Und unser Geist wählt dann aus. Und bei uns Westlern, aber wahrscheinlich bei allen Menschen, Buddha war ja Inder und hat dasselbe Problem gehabt, sehr oft den Geist. Also wir interessieren uns sehr für den Geist. Ne? Wir kommen in so, wir denken halt. Wir sind ständig im Kopf, im Denken. So, wenn wir jetzt aber Achtsamkeit üben, heißt das ja, dass wir uns gerade besonders interessieren für Körperempfindungen, für Sehen und für Hören. Das heißt, wir legen auf einmal einen Schwerpunkt auf die Sinne und verdrängen damit das Denken. Das heißt, die Gedanken, die wir vielleicht haben, sind in dem Augenblick nicht mehr so spannend. Und der Geist beschäftigt sich mehr mit den Körpereindrücken. Drängt das Denken zurück, das wird ruhiger, ne? Und dann kommen wir eben in diesen Frieden, ne? Dass der Geist sich auch beruhigt, ne? Vorher waren wir in der Gedankenschleife. Wir erzeugen einen Gedanken, kriegen den Gedanken mit und nächster Gedanke. Ne? Ein Gedanke auf den anderen. Und die Sinne helfen uns, aus dieser Schleife rauszukommen. Ja, und unser Denken, unsere Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen, die im Augenblick gar nicht da sind, ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es eine wunderbare Fähigkeit, das Denken, die Grundlage unserer Kultur bildet. Das Denken hebt uns aus dem Tierreich hervor. Aber andererseits können wir uns damit sehr leicht selbst verletzen. Die Wissenschaft sagt, dass Gefühle nur einige Sekunden andauern. Wie kann es sein, dass wir uns ein ganzes Wochenende über einen Vorfall am Freitag ärgern? Wie kann sowas passieren? Wie kann es sein, dass ein Kollege am Freitag mit uns spricht und uns damit das ganze Wochenende verdirbt? Ja, ganz einfach. In solchen Fällen sind wir in eine Gedankenschleife gekommen.
Unsere Gedanken haben ständig um dieses Thema gekreist und sich damit ständig wieder erneuert und die Gefühle wieder aufrechterhalten. Ja, mit jedem Gedanken, wie kann man nur so etwas sagen, entsteht sofort wieder das Gefühl der Ablehnung, der Verzweiflung, des Zorns, was auch immer. Wir halten also praktisch dieses Gefühl aufrecht oder erneuern es ständig wieder. Das machen wir selber. Wenn wir das nicht tun würden, würde das Gefühl ganz schnell abebben. Wäre schnell, ganz schnell wieder weg. Nur ganz kurz Ärger und schon wieder verraucht. Es ist kurz, ja. Wir brauchen jetzt nicht streiten, ob 2 Sekunden oder 30 Sekunden. Das ist nicht das Thema. Ja? Und die lange Zeit schaffen unsere Gedanken. Wir denken, wir grübeln und sind in Gedankenschleifen. Und was wir lernen müssen, ist, aus solchen Gedankenschleifen auszubrechen und uns wieder in den Lebensstrom einzufinden. Und achtsames Gehen hilft uns dabei. Ganz einfach. Wir konzentrieren uns auf das, was gerade jetzt im Augenblick ist. Wir wollen das erleben, wir wollen das spüren, die Arme, die Beine, die Füße, den Atem. Und die Gedanken interessieren uns in diesem Augenblick nicht. Ja, und dann verändert sich langsam unser Sein. Es hilft uns, das achtsame Gehen oder auch sonstige Achtsamkeit, hilft uns wieder in die Gegenwart zurückzufinden, ins Hier und Jetzt zu gehen und den Geist wieder auf die vielen wunderbaren Dinge auszurichten, die gerade vorhanden sind. Wenn der Geist damit in Berührung kommt, findet er wieder Ruhe. Und je mehr wir in der Vergangenheit Achtsamkeit praktiziert haben, desto leichter wird uns das fallen. Das muss natürlich geübt werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist etwas, was wir üben. Wie alle anderen Dinge, die wir als Menschen lernen können. Ganz egal, ob Klavier spielen oder eine Fremdsprache. Das müssen wir üben. Ja, oder Marathon laufen. Das ist Übung. Ne? Das geht nicht einfach so, ne? Ja, je mehr wir es üben, desto besser können wir es. Aber mit der Achtsamkeitspraxis lernen wir noch etwas anderes Wichtiges. Nämlich tief in unsere Probleme zu schauen. Wenn wir ruhiger werden und die Hektik des Alltags nachlässt, dann melden sich oft unsere Probleme wieder. In Form von Gefühlen, Gedanken oder Bildern tauchen plötzlich wieder ungelöste Probleme in unserem Geist auf. Mit der Achtsamkeitspraxis lernen wir, dem Reflex zu widerstehen, davor wegzulaufen, indem wir uns mit Filmen, Büchern oder Zeitschriften ablenken. Wir lernen, uns diesen Problemen zu stellen und ihnen ins Auge zu sehen. Ich meine, das ist ja auch eine Achtsamkeitspraxis. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ne? Achtsamkeit heißt eben, sich mit dem auseinanderzusetzen, was gerade im Augenblick ist. Und wenn ein starkes Gefühl kommt, dann werde ich sagen, okay, da ist jetzt ein starkes Gefühl, das ist jetzt noch wichtiger als meine Füße, das will beachtet werden. Ist ja völlig klar, ne? Ist ja ein Signal, ne? Das ist wie eine Alarmsirene oder so, ne? Macht keinen Sinn, sowas zu ignorieren. Das muss jetzt beachtet werden. Ne? Wenn ein Kind schreit, ist es dann auch wichtiger. Ne? Dann kümmern wir uns drum. Also wie ein schreiendes Kind ist es. Und wenn wir mit ruhigem und klarem Geist tief in unsere Probleme sehen, dann verändert sich auch unsere Sichtweise. Zunächst neigen wir dazu, alles wie in einem Comicstrip zu sehen. Da ist schwarz, da ist weiß. Da ist gut, da ist böse. Oder umgekehrt, ne? Wir wissen immer genau, wo gut und böse ist. Und alles ist sauber getrennt von einem schwarzen Strich. Schön im Comic, ne? Schwarzer Strich. Da ist das, da ist das. Ne? Doch wenn wir tief schauen, dann verschwimmen die Grenzen und Grautöne entstehen und wir beginnen, unseren Eigenanteil am Entstehen der Probleme zu sehen. Und aus Feinden werden wieder Menschen, die ihre eigenen Probleme, Bedürfnisse, Einschränkungen und Ängste haben, die sie in ihrem Handeln leiten. Und wenn wir die Menschen so sehen können, die sogenannten Feinde, Menschen, die eben ihre eigenen Probleme und Einschränkungen haben und deswegen nicht anders können, als sie gerade sich verhalten, mit dieser Einstellung wird es schon viel leichter, da geht es uns schon viel besser. Das Problem in der äußeren Welt ist vielleicht noch nicht gelöst, aber wir können besser mit der Situation leben. Wir können Interessenskonflikte sehen, wo wir vorher Feindseligkeit vermutet haben. Und wenn wir gelernt haben, mit dieser neuen Einstellung mit den Problemen umzugehen, dann findet sich oft eine erstaunlich einfache Lösung, die uns vorher unmöglich vorkam. Wenn wir mehr Frieden in der Welt
oder auch nur in unserer Umgebung wollen, dann müssen wir zunächst mehr inneren Frieden schaffen. Und der innere Friede ist das Fundament, auf dem äußerer Friede geschaffen werden kann. Die Achtsamkeitspraxis hilft uns, Frieden in unserem Geist zu schaffen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie übt man das? Und da gibt es schon einige konkrete Tipps. Aber vielleicht erstmal, jeder kann achtsam sein und jeder ist auch hin und wieder achtsam. Die Kunst, die wir erlernen wollen, ist eben bei der Achtsamkeit zu bleiben, beziehungsweise immer wieder zurückzukehren. Konzentration hilft uns, die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Dann kann die Achtsamkeit tiefer und stärker werden. Und das hilft wiederum der Konzentration. Achtsamkeit und Konzentration treten immer als Paar auf. Sie sind eng miteinander verbunden. Konzentration kann man über den Willen erzeugen. Das strengt aber an und man ermüdet leicht. Besser ist es, es mit Interesse und mit Liebe zu versuchen. Interessant in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel die Frage, gibt es Situationen, in denen wir natürlicherweise achtsam sind? Auch wenn wir noch nie was von der Achtsamkeitspraxis gehört haben. Ja, gibt's natürlich. Sonst könnte ich nicht sagen, jeder ist auch hin und wieder achtsam. Die gibt's. Das sind Situationen, in denen wir etwas Besonderes machen. Etwas Besonderes essen, etwas Besonderes sehen oder hören. Und dabei ist es völlig gleich, warum das etwas Besonderes ist, ob es wertvoll ist oder selten, oder ob wir es nur einfach zum ersten Mal tun. In solchen Fällen sind wir interessiert an dem, was wir gerade tun, und offen für alle Sinnesempfindungen, und wir wollen es eben mit allen Sinnen erleben. Unser Interesse an Neuigkeiten, am Besichtigen von Sehenswürdigkeiten, am Ausprobieren von neuen Tätigkeiten und Sportarten. Vielleicht hat das alles etwas damit zu tun, dass wir in diesen Augenblicken auf eine natürliche Weise achtsam sind und die Augenblicke staunend erleben. Und wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann geht es darum, dass wir auch jedes Vogelzwitschern zur Neuigkeit wird, jede Blume zur Sehenswürdigkeit und jeder Schritt so spannend ist wie der erste Fallschirmsprung. Das heißt Interesse wecken. Mit diesem Geist wird es leicht, achtsam zu sein. Also wenn wir achtsam gehen wollen, dann können wir unsere natürliche Neigung zur Achtsamkeit fördern, indem wir es uns interessant machen, indem wir unser Interesse daran wecken und wach halten. Wir können unser Interesse auf die Füße legen, wie sie den Boden berühren, abrollen, den Boden wieder verlassen, wie sich die Knie dabei anfühlen, die Hüften, die Unterschenkel, die Oberschenkel. Wir können uns fragen, wie es sich nun anfühlt, nachdem wir eine Weile gegangen sind, ob es Veränderungen gibt. Natürlich können wir auch andere Körperteile beobachten, wie sie sich beim Gehen verhalten. Wie fühlt sich der Rücken an? Was machen die Arme? Wie fühlen sich die Hände an? Was macht der Atem? Wie viele Schritte gehe ich beim Einatmen? Wie viele beim Ausatmen? Und weil es ganz normal ist, dass wir immer wieder die Achtsamkeit verlieren, gibt es in Plum Village, im Heimatkloster von Thich Nhat Hanh, sogenannte Achtsamkeitsglocken. An zentraler Stelle im Kloster steht dort eine Uhr, die jede Viertelstunde eine Melodie spielt. Und es gilt die Regel, dass man immer dann, wenn man die Glocke hört, das, was man gerade tut, unterbricht, der Glocke zuhört und den Atem beobachtet. Und erst dann, wenn man dreimal achtsam ein- und ausgeatmet hat, fährt man mit seiner Tätigkeit fort. Und das bedeutet, dass man zumindest jede Viertelstunde einmal achtsam war. Aber es ist eine sehr hilfreiche Praxis. Denn diese Art der Reaktion auf die Glocke ist am Anfang noch schwierig. Man merkt es, wenn Leute frisch reinkommen, die schaffen das nicht immer. Aber wenn man es öfters mal geschafft hat und gemacht hat, wird es schnell zur Gewohnheit. Und wenn es eine Gewohnheit ist, dann geht es ganz leicht von alleine. Ne? Dann geht es wie von alleine. Ganz leicht. Und gut, wir könnten natürlich jetzt auch so eine Uhr kaufen, aber es gibt auch andere Wege. Wenn wir Kirchenglocken in der Nähe haben,
können wir sie zu Achtsamkeitsglocken erklären. Immer wenn wir sie hören, hören wir auf, in den Computer zu tippen, zu schreiben oder zu lesen, atmen dreimal achtsam ein und aus und fahren dann achtsam mit der Tätigkeit fort, die wir gerade gemacht haben. Das ist ja der Sinn der Sache. Nicht nur, dass wir jetzt dreimal achtsam ein- und ausatmen, sondern dass wir dann erstmal wieder drinnen sind. Ne? Jetzt sind wir dann mal wieder achtsam, ne? Ab diesem Augenblick. Wie weit auch immer wir es schaffen. Auch die Sirenen von Einsatzfahrzeugen können wir als Achtsamkeitsglocken nehmen. Wir können aber auch einen Vertrag mit einer Treppe schließen. Wir Menschen neigen dazu, Gewohnheiten zu entwickeln und in gewissen Situationen immer wieder gleich zu reagieren. Diese Neigung können wir bei der Achtsamkeitspraxis nutzen. Wir können einen Vertrag mit einer Treppe schließen. Der lautet ganz einfach. Jedes Mal, wenn ich diese Treppe betrete, will ich jeden Schritt achtsam tun. Ja, ganz konkrete Treppe. Ruhig nur eine Treppe. Natürlich eine schon, die man öfters geht. Ja, und je öfter uns das gelingt, desto stärker wird die Gewohnheit, auf dieser Treppe achtsam zu gehen. Und eines Tages ist die Gewohnheit so stark, dass wir mal unachtsam zur Treppe eilen, machen für den ersten Schritt und merken, oh, das ist eine Achtsamkeitstreppe. Jetzt gehe ich jeden Schritt achtsam. Das ist eine schöne Übung, habe ich übrigens auch sehr gerne gemacht. Ja, und dann, das nennt man dann Achtsamkeitsglocke. Also Achtsamkeitsglocke verwenden wir als übertragenen Begriff, ne? Dann wird die Treppe zur Achtsamkeitsglocke. Wenn wir diesen Vertrag haben und die Gewohnheit haben, sie achtsam zu gehen, dann wird sie zu einer Achtsamkeitsglocke, nämlich zu etwas, was uns an die Achtsamkeit erinnert. Das ist der Gedanke, ne? Aber auch eine rote Ampel kann uns helfen. Ich meine, wir können natürlich, wenn wir eine rote Ampel sehen und bremsen müssen, können wir uns ärgern, ist klar. Wir können aber auch eine Achtsamkeitsübung draus machen. Wenn die Ampel auf Rot springt, bremsen wir und sagen uns, diese wundervolle Ampel bringt mich zurück zu meinem wahren Zuhause. Wir üben achtsames Einatmen und Ausatmen, bis es grün wird. Es ist wirklich wirksam, es ist kein Witz. Es ist eine wunderbare Praxis. Es geht ja darum, in allen Tätigkeiten des Alltags es zu lernen, sie achtsam zu machen und es zu genießen. Autofahren ist für viele Menschen eine Herausforderung. Sage ich auch aus eigener Erfahrung. Es ist ein wunderbares Übungsfeld. Und man kann es so verschieden erleben. Dieselbe Stadt, den mittleren Ring, um 5 Uhr abends, den kann man so verschieden erleben. Ich sag's euch. Man kann es genießen. Es ist schön. Warum nicht mitschwimmen mit allen? Wie ein Fisch im Schwarm. Oder? Glaubt ihr, dass die Fische im Schwarm gestresst sind? Auch das eigene Telefon können wir als Achtsamkeitsglocke nutzen. Wenn es läutet, beginnen wir achtsam ein- und auszuatmen. Und erst nach dem dritten Mal heben wir ab. Wenn es etwas Wichtiges ist, wird der andere schon so lange warten. Wir sind dann gesammelt und bereit, uns auf den anderen einzulassen. Und wenn wir selbst jemanden anrufen, können wir uns vorher sagen, Worte können Tausende von Kilometern zurücklegen. Mögen meine Worte gegenseitiges Verstehen und Liebe bewirken. Mögen sie rein sein wie kostbare Edelsteine, wie Blumen so schön. Und dann wählen wir die Nummer. Während es auf der anderen Seite läutet, können wir achtsam ein- und ausatmen. Und ihr werdet staunen, wie anders die Gespräche ablaufen. Ja, müsst ihr es gleich ausprobieren. Ja. Diese Art Gathas sind eine Art Übungspraxis, die unser Lehrer schon gelernt hat, wie er 1942 Novize wurde. Da musste er als erstes 50 solcher Sprüche auswendig lernen, mit denen man bei allen möglichen Gelegenheiten des Tages sich erstmal, bevor man das tut, wieder einstimmt, auf was zu tun ist. Also es gibt Gathas, die man sich sagt, bevor man ein Glas Wasser trinkt. Es gibt Gathas, die man sich sagt, bevor man die Wasserleitung aufdreht. Es gibt Gathas, die man sagt,
wenn der Wecker geläutet hat, also bevor man aufsteht. Es gibt sogar ein Gata, bevor man den ersten Schritt macht. Ja? Es gibt also für ganz viele alltägliche Gelegenheiten gibt es jeweils ein Gata. Und das sagt man sich. Und das Gata fürs Aufstehen ist, ich wache auf und lächle. Eine Minute. 24 neue Stunden liegen vor mir. Also, okay. Dann kann ich nochmal das Gata sagen. Ne? Das ist nämlich ein sehr schönes Gata, das mache ich auch jeden Morgen. Ne? Die Gatas kommen uns erst befremdlich vor, aber sie sind sehr schön, weil sie uns immer wieder einstimmen auf unseren Weg. Ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich will jeden Augenblick in Achtsamkeit genießen und allen Wesen mit Liebe und Mitgefühl begegnen. Tja, und dann stehen wir auf. So geht der Tag los, ne? Auf diese Weise kann man den ganzen Tag in Achtsamkeit verbringen. Ich hoffe, dass ihr einen guten Überblick über die Achtsamkeitspraxis bekommen habt und vielleicht Lust verspürt, es einmal auszuprobieren. Wir haben Programme rumgehen lassen. Es gibt hier noch ein oder zwei, falls noch jemand eins will. Also praktisch, wo man uns finden kann. Und ich habe auch noch ein paar Einladungsflyer mitgebracht für mein Retreat, was ich zu Pfingsten im Bayerischen Wald halte. Genau, die können wir da verteilen. Ist natürlich alles auch im Internet, www.gal-bayern.de. Ja, vielen Dank für euer Zuhören und alles Gute.